Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM, der letzten des heutigen Jahres. Mein heutiger Studiogast ist Werner Neuner und der Titel der Sendung ist Zeichen der Zeit. Ja, und wenn man sich an dieser Sendung beteiligen kann, kann man das gerne tun über den Crop.com, erreichbar über die Website von Crop.fm, cropfm.mur.at und dann auf Crop.com klicken. Ich sehe diesen Chat hier live im Studio ein und gebe die Fragen oder Kommentare gerne an den Gast weiter. Um die Zeichen der Zeit geht's heute. Mein Studiogast ist Magister Werner Neuner, Autor und Vortragender. Hallo, guten Abend. Hoppala, ich sollte vielleicht auftreten auch. Danke. ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir zu sein an diesem vorweihnachtlichen. Hoffentlich weihnachtlich, gell? Ja. Mhm. Abend. Es geht um Symbole, um die Art, wie sie uns beeinflussen. Im zweiten Teil dann auch um deine persönlichen Kontakte, die du oder deine Entwicklung, die du durchgemacht hast und die Dinge, über die du sonst so schreibst. Aber vielleicht am Anfang ein bisschen was über dich selbst. Wie bist du zu diesen Dingen gekommen? Wie? Zu den Symbolen, ja. Das war so eine Geschichte. Ich bin ja an sich Naturwissenschaftler und habe Mathematik studiert. Und habe mich immer mit Dingen auch beschäftigt, die über den normalen Bereich, über den normalen Horizont der Wissenschaft hinausgehen. Und das mit den Symbolen hat begonnen circa vor 5 Jahren. Da hatte ich plötzlich so Wahrnehmungen, dass man bestimmte Energiemuster oder bestimmte Kräftemuster über symbolische Bilder darstellen könnte. Die Wahrnehmung war dann die, wenn man sehr genau ein Symbol findet, das eine bestimmte Kraft oder ein bestimmtes Muster darstellt, dass dieses Symbol Wirkung hat, wenn man dieses Symbol aufzeichnet, wenn man es zum Beispiel betrachtet und wenn man damit arbeitet. Das war also so der Beginn, wo ich gesehen habe, es wirkt einmal auf mich. Und dann war ich natürlich neugierig, wirkt ein und dasselbe Symbol auch auf andere Menschen? Wirkt es auf andere Menschen anders oder wirkt es ähnlich oder sogar gleich wie auf mich? Und da habe ich dann gesehen, dass wenn man relativ genau ist bei der Entwicklung von Symbolen, wenn man möglichst genau versucht, das Energiemuster darzustellen und möglichst nahe an das Ganze herankommt, scheint man offenbar auf eine archetypische Ebene zu kommen, die für jeden Menschen mehr oder weniger ähnlich wirkt. Und das war dann der Ansatzpunkt zu erforschen und im Endeffekt auch Bücher drüber zu schreiben. Und du hast einige Bücher geschrieben, unter anderem über den Matrix-Code, glaube ich. Wie ist jetzt genau der Titel dieses Buches? Der Matrix-Code und die Bewusstseinsformeln. Ja? Mhm. Das ist also das neueste Buch, das wir jetzt 2005 herausgebracht haben. Da geht es um 20 Symbole und jedes dieser Symbole ist auch verbunden, also mit einer sogenannten Bewusstseinsformel. Da haben wir einfach gesehen, wenn man
Symbole mit solchen Formeln kombiniert, kommt man also mit der Wirkung, wenn man das Symbol zeichnet, wenn man es anwendet, noch weiter in die Tiefe. Das sind also Bewusstseinsformeln, die haben also eine bestimmte Metrik. Ja? Zum Beispiel gibt es dieses eine Symbol, wir nennen das Nal, das heißt die aufwärts sich drehende Einkehr im Selbst. Das ist die Bewusstseinsformel zu diesem einen Symbol. Wenn man das spricht und wenn man gleichzeitig dieses Symbol zeichnet, wenn man es also mit der Hand aufzeichnet und diese Bewusstseinsformel spricht und wenn man es dreimal spricht, dann passiert etwas, dann passiert das, was also dieses Symbol darstellt. Man kommt irgendwo in eine Ruhe in sich selbst. Entschuldigung, jetzt versuche ich gerade jemand anzurufen. Ich muss allerdings sagen, wir nehmen ja eigentlich keine Anrufe entgegen. Wenn also jemand etwas mitteilen möchte, uns dann bitte über den Cropcom, cropfm.mur.at. Bitte, Entschuldigung. Gut, das war ist also so unsere letzte Arbeit. Wir haben dann auch gesehen, dass man, wir nennen also diese 20 Symbole auch die Zeichen der Zeit, darum also der Titel, die Zeichen der Zeit, weil wir dann versucht haben, Querverbindungen zu finden zu Zeitqualitäten oder zu Energiemustern, allgemeinen Energiemustern der Zeit. Und da haben wir gesehen, dass man so einen Art Kalender entwickeln kann, wo man eine bestimmte Zyklik dieser 20 Symbole einfließen lässt und dann sieht, wie prägt es so ein bestimmtes Symbol oder wie prägen die Zeitmuster das, was sich äußerlich dann zeigt, was es im Außen dann passiert. Und da haben wir also das so aufgebaut, dass wir ein sehr altes Wissen verwendet haben als Vorlage für diesen Kalender. Das ist dieses Wissen der Mayas. Die hatten einen Kalender aufgebaut, der auf einem 20x13 Rhythmus oder auf einer 20x13 Taktung aufbaut. Und die sagen, so 13 Tage ist also so eine Zeiteinheit, also eine Zeitwelle nennen sie es, die ein ähnliches Muster hat. Dann wechselt das, dann geht es über in ein anderes Muster. Und das war so als Vorlage. Und da haben wir gesagt, wir schauen einmal, ob wir hier diese 20 Zeichen der Zeit, diese 20 Symbole in eine Reihenfolge bringen können, die einen bestimmten Entwicklungsablauf oder bestimmte Zyklen darstellen kann. Das war mal so versuchsweise, vor 3 Jahren haben wir das circa gemacht. Und da haben wir gesehen, wenn man das tut, also wenn man anhand dieser 20 Symbole und anhand dieser 20x13, also 260 Tage, einen Kalender aufbaut, so kann man tatsächlich Zeitmuster erkennen, die überraschend sind. Ja? Unsere Forschung war also da jetzt in die Richtung, dass wir geschaut haben, wann sind also dramatische Ereignisse, wann hat es dramatische Ereignisse gegeben, was passiert an Tagen, die sozusagen dasselbe Zeichen haben oder dasselbe Zeitmuster haben. Gibt es hier Querverbindungen? Und da haben wir gesehen, solche Querverbindungen gibt es tatsächlich. Gut. Und das war quasi der Ausgangspunkt. Und du hast also eine sehr breite Theorie inzwischen entwickelt, über was Symbole tun und so weiter. Und die Eingangsfrage, die ich da hätte eigentlich, ist, was ist eigentlich das wichtigste Symbol, das wir unserer Zeit, also das haben wir jetzt für die westliche Kultur, weil ich nehme mal an, dass das nur sehr viel von kulturellen Einflüssen behaftet ist, das ganze Thema, aber jetzt für unsere Kultur, was ist das wichtigste Symbol? Deiner Meinung nach? Das wichtigste Symbol, sagen wir mal, eins der prägendsten Symbole, genau, nennen wir es so, ist sicher das Kreuzsymbol. Aha. Das ist, meine ich, also eins, das alleine so von unserer Tradition her sehr mächtig wirkt, seit 1500 Jahren oder so. Dieses Kreuzsymbol ist für mich gleichzeitig ein schwieriges Symbol natürlich. Ne?
Ich rede hier jetzt, es gibt also zwei Arten von Kreuzen. Also man muss hier bei dem Kreuzsymbol unterscheiden zwischen dem sogenannten gleichschenkligen Kreuz. Das ist also jenes Kreuz, das wie ein Plus ausschaut, wo also beide Seiten gleich lang sind, und dem kirchlichen Kreuz, dem nicht gleichschenkligen Kreuz, wo also der vertikale Balken länger ist und das Ganze hinauf verschoben ist. Man kann, also fangen wir mal so an, ein Symbol, das Wort Symbol, das kommt übrigens aus dem Griechischen. Das Wort Symbol kommt aus dem Wortstamm Symbolon, und Symbolon bedeutet so viel wie das Verbindende. Ja? Das heißt, ein Symbol verbindet mit einer Bedeutung und auch mit einer Wirkung, die dahinter steht. Das erklärt recht schön, warum Symbole überhaupt wirken oder warum sie überhaupt wirken können. Weil wenn wir ein Symbol anschauen oder wenn wir mit einem Symbol arbeiten, indem wir es aufzeichnen, verbinden wir uns mit der Energie oder mit dem Energiemuster, das dieses Symbol darstellt. Das heißt, das Symbol verbindet den Betrachter oder den Anwender mit der Energie, die da dahinter steht. Man kann solche Symbole oder die Wirkung solcher Symbole sehr schön kinesiologisch austesten. Das ist also, sind also so Tests, zum Beispiel der Muskeltest. Das ist also ein Test, wo geschaut wird, wie ist die Kraft eines Menschen und wie verändert sich die Kraft eines Menschen, wenn er zum Beispiel ein Symbol betrachtet. Und da zeigt sich zwischen den beiden Kreuzen ein ziemlich deutlicher Unterschied. Das Kreuz, das hier wie ein Plus ausschaut, ist eindeutig aufbauend, das heißt energetisch stärkend. Das Kreuz, das kirchliche Kreuz, ist eindeutig energetisch schwächend. Das kann man sehr leicht austesten. Wir haben es etliche Male probiert und diese Versuche haben gezeigt, dass es deutlich in diese Richtung geht. Ist insofern klar, weil dieses kirchliche Kreuz, also dieses nicht gleichschenklige Kreuz, stellt ja dar den Tod, ja, man assoziiert damit den Tod, es stellt dar das Leid. Ja. Das Wort Kreuz kommt ja aus dem Lateinischen, es heißt cruciare, das heißt so viel wie quälen und foltern. Ja. Und all diese Bedeutungen symbolisiert diese Kreuzdarstellung und die wirkt auf uns. Hingegen ein gleichschenkliches Kreuz, also dieses Plus-Symbol, ist ebenfalls ein urarchetypisches Symbol, wurde sehr stark verwendet zum Beispiel im Keltischen, also in unserer uralten Tradition. Und wurde hier immer verwendet als ein Symbol, um mit der Erde oder mit der Kraft der Erde in Beziehung zu treten. Dieses Pluszeichen symbolisiert hier auch die Zahl 4. Die Zahl 4 ist also die sogenannte Erdzahl. Wir haben also die vier Himmelsrichtungen zum Beispiel. Wir haben also diese vier Elemente. Und dieses Plus bringt in Kontakt mit diesen vier Elementen und mit dieser Kraft. Meine Frage jetzt wäre aber schon, du sagst, das ist klar, dass das kirchliche Kreuz energetisch schwächend wirkt, weil es wird ja auch für den Tod verwendet. Na gut, aber warum hat man denn von vornherein ein Symbol gewählt, das schwächt? Sollte die Kirche nicht aufbauen? Ja. Das sollte sie allerdings, meine ich. Ja, aber das tut sie dann ja nicht. Offenbar nicht, ja, oder nicht unbedingt. Also dieses ist das Zufall oder? Ich meine ja, dass das alles andere als Zufall ist. Dieses kirchliche Kreuz. Ich erzähle mal eine Geschichte. Ne? Das ist eine Geschichte aus dem 11., 12., 13. Jahrhundert. Dort gab es ein Volk, kann man nicht sagen, das war so etwas wie eine Gemeinschaft,
die Albigenser, ja, Albigenser oder auch Katharer genannt. Diese Albigenser hatten, waren eine sehr christliche Gemeinschaft. Sie haben sich also sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem Leben dieses Jesus Christus und hatten allerdings sich geweigert, dieses Kreuz anzubeten. Ja? Sie haben also damals schon gesagt, dieses, sie finden es sonderbar, dass hier eine Religion ein Symbol wählt, das Leid und ja, das Leid darstellt, das im Prinzip Folter darstellt. Ja? Und haben sich also geweigert, dieses Symbol anzubeten. Sie haben dann noch einen sehr gravierenden Fehler gemacht. Sie haben den Papst nicht anerkannt und wurden dann von der Inquisition ausgelöscht. Ne? Warum wurde dieses Kreuz gewählt? Meine Vermutung ist einfach die, dass diese Institution der Kirche sehr bald die Absicht hatte, über die sehr massive Kraft der Religion Menschen zu lenken, ja, Menschen zu manipulieren und Menschen an sich nicht in die Freiheit zu führen. Und das geht sehr gut, wenn man einmal ein schlechtes Gewissen macht, wenn man wenn man sagt, durch dieses Kreuz musste dieser Jesus sterben für dich und du bist so schlimm und so weiter. Ja. Ich meine, diese Darstellung der Leidensenergie ist eine sehr gute Möglichkeit, um Menschen relativ klein zu halten und um Menschen dadurch manipulieren zu können. Und ich meine, das war eine beabsichtigte Sache. Gut. Im Chat schreibt jemand, na gut, Lebensschlüsselkreuz. Franzl stellt die Frage. Sagt dir das was? Lebensschlüsselkreuz? Ja. Was meint er da? Aus Ägypten. Ah, er meint dieses Ankh-Zeichen. Genau. Wahrscheinlich. Ja, ja, das ist wiederum ganz anderes. Also das schaut aus wie ein Kreuz, und dass es oben eine Schlaufe hat. Genau, das hat oben eine Schlaufe. Ne? Ja. Also, schaut hübsch aus, finde ich. Richtig. Ja. Das ist wiederum ganz ein anderes Symbol. Ja? Also da, auch das haben wir kinesiologisch ausgetestet, und das zeigt eine durchaus positive Wirkung auf den Körper. Mhm. Ja? Eine weitere Frage von Uku im Chat. Ist jetzt ich nehme mal an, diese Wirkung, diese Symbole von zusammen, ist das eine inhärente Eigenschaft der Form, so wie der Chat-Teilnehmer da fragt? Das heißt, ist es einfach so, dadurch, dass so eine Form jetzt da existiert, dass das diese Wirkung hat, oder ist das schon hat das auch psychologische Hintergründe? Es wird beides sein, ja. Es wird zum einen die Form an sich etwas sehr Archetypisches in uns ansprechen. Und es wird andererseits auch natürlich sein, welche Bedeutung wird dem immer zugemessen. Mhm. Das heißt also, wenn wir das ungleichschenklige Kreuz hernehmen, so hat das meines Erachtens an sich schon aufgrund seiner Form, ja, aufgrund seiner, sagen wir mal, Schräglage, ja, eine gewisse Wirkung. Aber die ständige Verbindung mit Leid, ja, mit Kreuzigung und mit Tod, ja, erzeugt so etwas wie ein archetypisches Wissen, es erzeugt so etwas wie ein Muster oder wie eine Kraft, die sich im sogenannten morphogenetischen Feld einprägt und die über dieses Symbol dann auch abgerufen werden kann. Ja? Über das Thema morphogenetische Felder hatten wir schon mal eine Sendung. Also jemand, der jetzt nicht genau weiß, was das ist, der möge nachhören, um das abzukürzen. Ah, das heißt, über das es bringt quasi neue Informationen ins morphogenetische Feld ein. Kann man das so sagen? Also ich würde sagen, es wird beides sein. Es wird an sich das Symbol an sich, ja, durch seine Form eine gewisse Wirkung haben und bestimmte Archetypen in uns auslösen. Und es wird andererseits durch das, was mit diesem Symbol verbunden wird,
was also gedanklich immer und immer wieder wiederholt wird, quasi im morphogenetischen Feld eingeprägt und über dieses Symbol dann aus dem morphogenetischen Feld wieder abgerufen werden. Das heißt aber, dass man Symbole dann erst mit Bedeutung versehen muss. Oder, weil das ist glaube ich ja die Frage von Utku, glaube ich. Utku, ja. Das finde ich auch recht interessant. Das heißt, erzeugt es jetzt von vornherein die Form und dann stellen sich diese Ereignisse rund um dieses Symbol ein? Oder nimmt man ein Symbol, prägt das morphogenetische Feld mit bestimmten Ereignissen und kann es dann über das Symbol wieder hervorrufen? Was, Henne-Ei-Problem, was ist das? Genau, das ist das alte Problem. Es wird beides gleichzeitig sein. Es wird nicht das eine zuerst sein und das andere nachher, sondern es wird sich gegenseitig aufbauen. Das heißt, es wird das Symbol, sagen wir es einmal andersrum. Man kann sicherlich nicht Symbol nehmen und dem eine Bedeutung zuordnen, wo es überhaupt nicht zusammenpasst. Ich meine, man kann es probieren, ja, aber es wird dann nicht diese Wirkung haben. Das heißt, das Symbol an sich muss mit dem, was es ausdrückt, zusammenpassen. Es muss also da eine runde Einheit bilden. Das heißt, geometrische Formen haben eine bestimmte Affinität hin zu bestimmten Ereignissen? Oder zu bestimmten Wirkungen, würde ich sagen. Zu einem bestimmten Kontext. Zum bestimmten Kontext, gefällt mir gut. Ja. Aha. Das heißt, das erzeugt sich seinen Kontext dann quasi. Sozusagen. Wenn man es einbringt in unser... Genau, ich meine zum Beispiel, ne, das so ein Ursymbol ist der Kreis mit einem Punkt drinnen. Ne? Der Kreis mit einem Punkt drinnen ist zum Beispiel die Sonne. Ja? Die Sonne, die im Zentrum unseres Sonnensystems steht. Der Kreis mit dem Punkt steht allgemein für Zentrierung, für in die Mitte kommen. Ja? Mhm. Und da spricht einfach die Symbolsprache, drückt also bereits das aus, was das bedeutet. Mhm. Jetzt einmal kurz zurück zum Lebensschlüsselkreuz. Also zum Ark, das, mir fällt mir gerade ein, das war auch einmal so als kleine Signatur bei einem Kornkreis zu finden. Aha. Ist das jetzt so ein starkes Symbol, wie der Hörer sagt oder glaubt? Oder wie siehst du das? Ist das? Was hat das für eine Bedeutung? Ich habe mich mit dem Ankzeichen nicht wirklich beschäftigt. Ich weiß aber, dass das sozusagen der Vorgänger ist von unserem Kreuz, aber in einer positiven Form. Ja. Aha. Ja. Das heißt also, das Ankzeichen, das ist für mich durchaus etwas, was mit Lebendigkeit im Zusammenhang steht, was etwas Aufbauendes ist. So von der archetypischen Form. Ich weiß es jetzt geschichtlich nicht genau, womit die Ägypter gedanklich verknüpft hatten. Ja, okay. Javatar stellt eine sehr interessante Frage, die ich nicht ganz verstehe, muss ich zu gestehen. Symbolik, ist das ein Teil der Semiotik? Das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Oder ist es umgekehrt? Kannst du was mit der Frage sagen? Semiotik? Ja. Der Begriff sagt mir nichts. Ja, mir auch nicht. Okay. ja, das heißt, Symbole wirken auf uns in dadurch, dass wir bestimmte Dinge mit ihnen verbinden, aber auch, dass sie Affinität zu bestimmten Ereignissen haben. Also das ist ein Wechselspiel. Ne? Genau. Mobilfunk war in dieser Sendung immer wieder ein Thema, vor allem auch die schädliche Beeinflussung. Was ich jetzt sehr spannend finde, ist, dass du mit diesen Symbolen auch Handys unschädlich machen kannst. Aha. Wie geht denn jetzt das? Ja, also das funktioniert so, wir haben hier mit diesen Zeichen der Zeit, ja, bei diesen Zeichen der Zeit, bei diesen 20 Symbolen, haben also diese 20 Symbole bestimmte Wirkung und da gibt es vier, sagen wir mal, Klassen. Ja? Und eine dieser Klasse besteht aus, nennen wir, das sind die Symbole der Transformation. Das sind also fünf Symbole der Transformation. Und dann haben wir eines ausprobiert. Wir haben also so ein Symbolkompendium zusammengestellt. Schaut aus wie ein kleines Mandala. Wir nennen das Flor, so wie die Blume Flor. Und haben daraus einen Flor-Aufkleber gemacht, der diese Symbole darstellt. Und haben beobachtet, dass wir, wenn wir also diesen Kleber aufbringen auf dem Handy, dass das Handy sozusagen entstört wird. Das heißt, wir haben das
auch kinesiologisch abgetestet. Wir haben also mit dem Muskeltest gezeigt, dass wenn ein Mensch das Handy einschaltet, das Handy zum Beispiel zu seinem Körper haltet, dass dann der Organismus mit Schwäche reagiert. Bringt der Mensch aber diesen Fluorkleber auf und macht das bewusst, so erzeugt er offenbar ein Bewusstseinsfeld, dass er so dieses Handy neutralisiert. Und zwar neutralisiert im Sinne, es neutralisiert die Information. Das heißt, der Muskeltest nach dem Aufbringen des Klebers ist stark. Das heißt, der Organismus reagiert nicht mehr mit Schwäche. Und da haben wir lang drüber nachgedacht, warum funktioniert das überhaupt? Gell? Mhm. Und was passiert da überhaupt? Und jetzt ist es so, das, was das Handy macht, das Handy empfängt elektromagnetische Frequenzen. Elektromagnetische Frequenzen werden also von unserem Organismus interpretiert als Information. Die Wellenlänge, auf der also die elektromagnetischen Frequenzen unserer Handys laufen, ist so ungünstig gewählt, wie man es nur wählen kann, weil die Wellenlänge entweder mit der Eigenfrequenz unserer DNA identisch ist oder dazu harmonisch ist. Das heißt also, die elektromagnetischen Frequenzen, die mit unseren Handys kommunizieren, spielen auf einer Ebene, die direkt auf unsere DNA geht. Und unsere DNA nimmt also diese gepulsten Frequenzen als Information wahr und kann aber diese Information nicht interpretieren. Das heißt, wir kriegen hier ständig Information, die unser Körper zu interpretieren versucht, es aber nicht schafft, weil es dem Körper fremd ist. Jetzt, wenn man diesen Kleber aufbringt, symbolisiert man über diesen Kleber eine andere Information. Man symbolisiert die Information, ich transformiere also das, was hier an elektromagnetischen Frequenzen hereinkommt, und ich mache daraus diese Blumenform, dieses Flor, das heißt, ich mache daraus eine positive Information. Und das funktioniert tatsächlich. Das heißt, es entsteht durch diesen Florkleber offenbar um das Handy herum ein Bewusstseinsfeld, das diesen Informationsgehalt der elektromagnetischen Frequenzen verändert, transformiert und so verändert, dass der Muskeltest dann positiv anzeigt. Das ist also da dieser Effekt und die Erklärung, warum es überhaupt funktioniert. Ja. Faszinierend. Ja. Übrigens, Semiotik, das Rätsel, das hat sich inzwischen gelöst. Javata erklärt, ist die Semiotik, also die Lehre von Zeichen, gefolgt von Semantik. Mhm. Und Umberto Eco, der Autor von Der Name der Rose, hat den Lehrstuhl in Bologna dafür. Ja. Ja, ich kann jetzt mit der Frage noch immer nicht allzu viel mehr anfangen, weil ich meine, die Frage ist jetzt also, ist Symbolik Teil der Semiotik oder ist es umgekehrt? Was war Semiotik jetzt nochmal? Die Lehre von Zeichen, gefolgt die Lehre von Semantik. Zeichen. Wikipedia sagt dazu, schreibt Utku, Semiotik ist die allgemeine Lehre von Zeichen, Zeichensystemen und Zeichenprozessen. Aber ich glaube, es ist einfach ein anderer Art zu beschreiben. Es ist ein anderer Begriff dazu. Eigentlich. Ja. Gut. Xor schreibt, hallo zusammen, wenn der Aufkleber funktioniert und der Erklärung nach, müsste es auch funktionieren, wenn man nur während des Telefonierens an das Symbol denkt, oder? Prinzipiell nicht ganz unrichtig. Es ist aber so, dass offenbar unser Bewusstsein so etwas braucht wie einen dreidimensionalen festen Verankerer. Ja? Das heißt, wenn ich das aufklebe, ja, habe ich sozusagen das, was ich mit meinem Gedanken erzeugt habe. Ja? Mit meinen Gedanken erzeuge ich ein Bewusstseinsfeld. Und wenn ich das so also raufklebe, habe ich über diesen Kleber dieses Bewusstseinsfeld verankert, ja, stabilisiert. Wir haben ausprobiert, was passiert, wenn ich also nur gedanklich
das quasi raufzeichne oder drauf projiziere oder während dem Telefonieren dran denke. Da hat sich also gezeigt, dass es auch wirkt, allerdings, dass die Wirkung sich abschleift. Das heißt also, dass nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen diese Wirkung nicht mehr vorhanden ist. Der Kleber hat den Vorteil, dass die Wirkung vorhanden bleibt. Es bleibt stabiler. Das hat zumindest die Erfahrung bisher gezeigt. Ja, im Chat kommt die Frage, muss man an Handy-Neutralisierung glauben oder geht es auch unbewusst? Wenn du jemanden diesen Aufkleber, wie heißt der Aufkleber? Floor-Aufkleber nennen wir. Floor-Aufkleber, gut. Wenn er diesen Aufkleber jemanden aufs Handy pickst, ohne dass er das weiß, zeigt sich bei ihm auch eine positive Reaktion. Wenn derjenige, der es raufklebt, bewusst macht, dann zeigt sich die positive Reaktion. Wenn der Handybesitzer skeptisch ist, ist es auch noch in Ordnung. Wenn der Handybesitzer aber davon überzeugt ist, dass es nicht wirkt. Na, die Frage war jetzt, wenn er es überhaupt nicht weiß. Er weiß es gar nicht. Wenn er es nicht weiß. Das ist auf der Innenseite raufgeklebt. Okay, wenn es zum Beispiel auf der Innenseite raufgeklebt ist und wenn der, der es raufklebt, bewusst macht und mit Absicht macht, wirkt es. Aha. Das heißt also, dann passiert dasselbe im Prinzip. Aber irgendwo muss jemand das bewusst machen. Mehr oder weniger bewusst machen. Ja? Ich meine, wir haben beides schon probiert. Ja, aber Moment, ich meine, auch wenn derjenige, der das dann raufklebt, das kann man ja weiterspielen. Ja, ja. Wenn derjenige, der es raufklebt, nicht daran glaubt oder es unbewusst macht, wird es auch reichen, wenn die es hergestellt oder designt haben, es bewusst gemacht haben. Ist richtig, ja. Dann müsste es eigentlich völlig egal sein. Dann könnt ihr mit einer Maschine die Dinger raufstanzen. Irgendwann hast du bewusst die Maschine programmiert, dass sie diese Dinge auf die Handy richtig muss müsste funktionieren, ja. Aha. Ist richtig, ja. Gut. Gerade mit dem Floorkleber ist es so, wir haben vorher vom morphogenetischen Floor, weil da jetzt auch ein paar Fragen steht, kommt es von der Blume des Lebens? Oder? Es spielt darauf an. Okay. Ja? Also die Blume des Lebens ist ja auch so eine Sechserstruktur. Ja. Und dieses Floor hat so rundherum auch diese Sechserstruktur bewusst gewählt. Ja? Okay. Korrespondiert mit dieser Blume des Lebens. Was wollt ihr jetzt erzählen? Weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es gibt dann eine weitere Frage von Franzl, die ich recht interessant finde. Verstärken sich Symbole in der Wirkung, wenn man sie in einem Magnetfeld dreht? Rotationskörper wie Merkaba, Stern-Tetraeder. Das ist eine, ich weiß ungefähr, was er meint. Ja? Ja. Das ist eine. Was meint er? Also das ist so eine Meditationsart, eine Merkaba-Meditation. Ich nehme an, dass er die jetzt meint. Okay, also man visualisiert das dann. Genau. Ja. Und wenn er das da mit dieser Methode verbindet, verstärkt sich die Wirkung auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich ja, was ich vorher sagen wollte. Und zwar mit diesem Floorkleber. Wir haben vorher vom morphogenetischen Feld gesprochen. Diesen Floorkleber haben inzwischen tausende Menschen verwendet. Und da haben wir also beobachtet, wenn viele, viele Menschen das immer wieder dasselbe Modell oder dasselbe Symbol verwenden, so beginnt sich diese Wirkung zu verstärken. Das heißt, bei diesem Floorkleber verstärkt sich sozusagen mit jedem, der es anwendet. Okay? Und darum dürfte es auch funktionieren, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt eine Maschine, wir bringen das auf jedes Handy drauf, ja? Das menschliche Unterbewusstsein weiß bereits davon und dadurch findet die Wirkung statt. Könnte funktionieren, ja. Sollten wir mal probieren, ne? Ja, eben. Relativ billig, ne? Richtig, klar, sicher. Auch interessanter Fall von Onkel Tuka. Könnte man den Effekt also auch verschlimmern, wenn man Böses im Sinn hätte? Also könnte ich jetzt einen Aufkleber bauen, der mein Handy doppelt so stark strahlen lässt als vorher? Beziehungsweise die Wirkung der Strahlung doppelt so schlimm ist wie? Wer zu überlegen, also mit dem Floorkleber geht es einmal sicherlich nicht, gell? Weil die Idee, die hier dahinter steht und die Symbolik, die hier dahinter steht, klar, wenn positiv andere, ist. Ja, ja. Wenn jemand andere von der Pike weg einen anderen Kleber bastelt, der Böses hat. Naja, wenn jemand andere zum Beispiel ein anderes Symbol oder eine andere Symbolik verwendet und das absichtlich oder unabsichtlich tut, die
nicht positiv wirkt, so kann er sicherlich Böses bewirken. Ein Beispiel dafür, für Symboliken, die nicht gerade positiv wirken, ist ja dieser berühmte EAN-Code, dieser Strichcode. Ja. Ja? Also auch da kann man zeigen, über kinesiologische Tests, dass man durch das bewusste Anschauen dieses Strichcodes den Organismus schwächt. Ja? Ob das jetzt absichtlich gemacht worden ist oder nicht, sei dahingestellt. Ja? Zufälle, so viele Zufälle. Das sind so blöde Zufälle. Ja. Aber die Symbolik an sich, die Symbolsprache, ja, von diesem EAN-Code, das sind ja viele, viele nebeneinander stehende Striche. Ja. Ja. Und diese vielen nebeneinander stehenden Striche symbolisieren so etwas wie ein Auseinandergleiten der Energie. Ja. Das heißt, wenn das auf ein Lebensmittel drauf ist, geht die... Das ist auf allen Lebensmitteln drauf. Ja. Dann geht die Energie sozusagen aus sie. Ja? Besonders dann, wenn der Laser drüber fährt. Ja? Also wenn das über die Lasergeschichte drüber fährt, wird dieses Symbol quasi aktiviert. Manche sind auch 666 drin. Genau, die sind es drinnen, weil es hier also drei Stellen gibt, wo es den langen Strich gibt. Genau. Gerade dieser EAN-Code wäre relativ leicht zum Neutralisieren, wenn man oben und unten einen Querstrich macht. Mhm. Ja? Das heißt, also wir haben zum Beispiel auf unseren Büchern den EAN-Code auch drauf, aber mit dem Querstrich oben und unten. Das lässt sich auch zeigen, dass es so dann dieses Auseinanderdriften der Energie, ja, dieses Auseinanderdriften der Kräfte unterbunden wird. Oder in einen Kreis reintun. Oder wenn man einen Kreis reintut, klar, richtig. Ja. Das wäre auch eine Methodik. Ne? Aber das tut man nicht. Ich sehe das bei manchen Herstellern von homöopathischen Mitteln, die machen das. Schüsslersalze habe ich gesehen. Also manche biologischen Lebensmittel werden so gekennzeichnet. Da und dort wird es gemacht. Ja? Ja. Aber selten. Ne? Weil es auch im Chat angesprochen wird, Logos generell, das ist ja eine interessante Geschichte. Ja. Ich meine, Firmenlogos, wenn jetzt zum Beispiel ein Handyhersteller ein bestimmtes Logo hat, hat das dann auch Auswirkungen auf, wie schädlich dessen Handymasten sind? Logos sind prinzipiell natürlich Symbole, die Wirkungen haben. Ja? Das heißt, die einzelnen Firmen versuchen einfach über ihre Logos, die Firmenphilosophie darzustellen, zu symbolisieren und drüber zu bringen. Ja? Jetzt, je nachdem, was für ein Logo die einzelnen Handyhersteller haben, das macht sicher eine ganz bestimmte Wirkung. Klar. Ein Logo, das mich immer sehr interessiert hat, weil es eigentlich ein Tetraeder ist, ist das Mercedes-Logo. Aha. Hast du da schon mal irgendwas... Ist sicher ein sehr klug gewähltes Logo, ja. Das ist so mit diesem quasi Tetraed und den Kreis herum. Und ja? Interessant auch, dass Chrysler ein Pentagramm hat. Richtig, ja. Und dass sie die jetzt zusammentun. Ja, ja. Die zwei Sterne. Fällt mir jetzt gerade auf. Ja, ja. Ja, vielleicht jetzt noch, also abschließend Symbole. Pentagramm zum Beispiel ist ja auch ein sehr. Pentagramm ist das ist also dieser fünfzackige Stern, ne? Ja. Wo also jeder zweite Punkt verbunden ist. Und dieses Pentagramm hat ja eine sehr alte Geschichte. Und man weiß es ja selten, woher das wirklich kommt. Es kommt dieses Pentagramm im Prinzip aus den Rhythmen der Venus, ja. Wenn man es so beobachtet, wie läuft die Venus oder wann ist die Venus wieder zum ersten Mal als Morgenstern sichtbar? Ja? Und dann sieht man, dass das immer an ganz bestimmten Tagen ist, wenn im Hintergrund ja ein ganz bestimmtes Sternzeichen sichtbar ist. Das heißt, anders ausgedrückt, dieser Lauf Venus, Erde und die Sonne bildet ein Fünfeck. Ja? Das heißt, Sonne, Venus und Erde stehen immer nur dann in einer Linie, wenn sie an einem dieser fünf Punkte sind.
Und das war also etwas, was also sehr früh schon beobachtet wurde. Und diese 5 Punkte, da wird immer jeder zweite Punkt quasi genommen. Ja? Und das Pentagramm macht genau das. Es verbindet ja jeden zweiten Punkt vom Fünfeck und ergibt dadurch diesen fünfzackigen Stern. Es wird immer der übernächste Punkt genommen. Ah, stimmt, ja, genau. Ja? Das ist also dieses Pentagramm. Das Auffallende am Pentagramm ist das, dass die einzelnen Linien, also dort, wo die einzelnen Linien sich schneiden, wenn man diese Schnittpunkte anschaut, so kommt man auf eine Proportion, die man den goldenen Schnitt nennt. Ja? Das heißt, also, der längere Teil zum kürzeren Teil steht in einem Verhältnis von dieser berühmten Zahl Phi, das ist 1,618. Das heißt, auch wenn man den Lauf der Venus betrachtet und den Lauf der Erde, kommt man hier auf diese Zahl 4, auf den goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt ist eine Zahl oder eine Proportion, die wir immer mit Schönheit assoziieren. Ja? Das heißt also, wir haben das überall am Körper. Ja, also wenn wir schauen, zum Beispiel, wie lang ist es von der Hüfte bis zum Boden und wie lang ist es vom Knie bis zum Boden. Ja? So hat man da die Proportion des goldenen Schnittes. Oder wenn man die Länge der einzelnen Glieder der Finger betrachtet, ja, und ausmisst, so hat man auch hier die Proportion des goldenen Schnittes. Wir haben sie überall im Körper, wir finden es überall in der Natur und überall, wo wir es sehen, haben wir das Gefühl, die äußere Form stimmt, ja. Das heißt, die äußere Form ist in Schönheit, ist in Harmonie. Das war sicherlich der Grund, wenn jetzt also die Venus diese Rhythmen macht, ja, mit der Erde gemeinsam. Dass der Venus dieses Attribut, die Schönheit, ja, die Harmonie und auch in weiterer Folge natürlich die Weiblichkeit oder die Geborgenheit der Weiblichkeit darstellt. Ja. Passend im Chat die Ja? Frage von Neven: Ja? Wann wurde denn dann eigentlich das Symbol quasi umgepolt? Das wurde umgepolt in einem sehr einzigartigen Kriegszug gegen die weibliche Kraft. Ja? Das war also eine, ich sage mal, bewusste Kampagne der Inquisition gegen die Göttin, ja? Gegen also das Symbol der Göttin. Ursprünglich war dieser Fünf-Stern von der Bedeutung her die Venus, die Schönheit und die Verbindung zu der urweiblichen Kraft. Das war etwas, was sagen wir mal, den Werbemanagern der entstehenden Kirche nicht gepasst hat. Die weibliche Energie war ihnen zu wenig kontrollierbar. Und vor allem also auch die Kultur der Kelten, die also diese Göttin angebetet haben und also mit dieser Göttin in Harmonie und in Kommunikation getreten sind, war etwas, was nicht erwünscht war. Und da hat einmal begonnen, dieses Symbol, das also damit verknüpft war, nämlich das Pentagramm, böse zu machen. Ja, man hat also gesagt, damit agieren die, die den Teufel anbeten, und so weiter. Und wenn man genügend Menschen, die damit arbeiten und damit ihre auch Erfolge hatten, am Scheiterhaufen verbrennt, prägt sich das im morphogenetischen Feld ein. Das heißt also, es wird hier eine Verknüpfung gemacht, die von Haus aus an sich nicht da ist, ja, aber im morphogenetischen Feld geprägt wird. Das heißt also, im Laufe der heftig agierenden Inquisition wurde dieses Symbol sozusagen umgedreht. Aber wir haben vorher von Affinität gesprochen. Das heißt aber, dass das Symbol eigentlich Affinität zu etwas anderem hat, als es derzeit Richtig. ist. Ja. Aber du hast auch vorher gesagt, dass es gar nicht so einfach geht. Ja, aber hier sieht man also so einen Widerstreit, ja, zwischen der ursprünglichen Symbolik und der damit verbundenen Bedeutung oder der damit gemachten Bedeutung. Und wenn man jetzt also austestet, wie wirkt das Pentagramm, so wirkt es positiv. Also das heißt, von der Wirkung her wirkt es auf den Organismus aufbauend, außer man dreht es um, außer man zeigt mit dem Spitz nach unten. Ja? Das heißt, hier ist es sozusagen gelungen, diese Symbolik
umzudrehen und hier eine schwächende Wirkung einzuschleusen. Ja? Ist leider gelungen. Vielleicht dreht sich es wieder mal um. Ne? Ein anderes Beispiel, das ich ein Symbol, über das ich dich auch befragen wollte, jetzt, dann wollen wir das Thema dann nochmal abschließen, ist das Swastika-Symbol. Auch im Chat kam jetzt die Frage. Genau. Der Ursprung des Swastika-Symbols war ja auch eigentlich ein kraftvolles, positives Zeichen. Richtig. Sonnen. Es ist ein Sonnenrad, ja, und kommt aus dem Hinduismus, aus dem Indischen. Und es ist jetzt egal, in welche Richtung man es zeichnet, man findet es in Indien in beiden Richtungen, ja, also nach links und nach rechts, und wird dort in Verbindung gebracht mit der Sonne und mit dem Sonnenrad, mit etwas Positivem. Ja. Dann wurde es aber in der Nazizeit natürlich verwendet, und vor allem wurde es in der Nazizeit immer schwarz dargestellt, ja. Und die schwarze Darstellung, quasi die schwarze Sonne, ja, wurde dann so mit dem ganzen mentalen Hintergrund des Nazi-Regimes verknüpft. Und dadurch sind hier ebenfalls zwei Kräfte sozusagen im Widerstreit. Auf der einen Seite ist also diese positive Information des Sonnenrades mit der dramatischen Geschichte des Nazi-Regimes. Beides ist im morphogenetischen Feld vorhanden. Und wenn man dieses Symbol sieht, wird beides in uns sozusagen angeklungen. Interessant. Einer deiner zahlreichen Websites, die du anscheinend betreust oder betreibst oder wo du mitwirkst, ist Antasira. Aha. www.antasira.com ist auch von der Startseite aus, wenn man auf das Buch klickt, auf den Buchcover klickt, verlinkt. Um was geht es da eigentlich bei diesem Thema Antares jetzt als Überschrift? Antares ist ein Sternbild. Antares ist ein Stern. Antares ist also ein es ist der größte Stern im Sternzeichen des Skorpions. Es ist also ein roter Riese. Und es geht hier so mal ein bisschen um das Bild oder um den Mythos des Skorpions. Der Mythos des Skorpions ist also in etwa der, er geht in die Tiefe. Ja, er geht also sozusagen taucht in die tiefste Tiefe hinab. Er löst in der tiefsten Tiefe Problematiken, steigt daraus empor und wird zum freifliegenden Greif, also zum freifliegenden Adler. Das ist also so eine mythische Geschichte, die immer mit dem Skorpion verknüpft wird. Früher hatte dieses Sternbild des Skorpions ja auch Adler geheißen, ja. Man hat also früher also den Adler, also den positiven Aspekt gesehen. Antares ist also, wie gesagt, der zentrale Stern dieses Sternbilds. Das Buch, auf das du hier anspielst, das ist das Buch Antares, freie Energien und Symbolkräfte, das ich geschrieben habe. Ich habe das auch verlinkt vom Ankönner heute. Ja. Genau, das ist das erste Buch, das ich geschrieben habe, das waren die ersten Symbole, mit denen ich mich beschäftigt habe, die ich wahrgenommen habe. Die Wahrnehmung war jetzt die, dass ich hier etwas ablese, was sozusagen im morphogenetischen Feld vorhanden ist und was anscheinend, so war zumindest meine Wahrnehmung, was eine Verbindung hat zu etwas, was von außerhalb kommt. Das heißt, die Verbindung, die ich wahrgenommen habe zwischen dem, was ich hier ablese und in Form von Symbolen darstelle, dass das, was ich hier ablese, eine Verbindung hat zum Antares oder zu diesem Antares-System. Das ist auch, ich sage mal, ein bisschen wissenschaftlich erklärbar. Wir wissen nämlich, dass jeder Stern elektromagnetische Frequenzen aussendet, allein durch sein Licht. Diese elektromagnetischen Frequenzen treffen auf die Erde ein, ununterbrochen. Und es gibt also auch
Untersuchungen, die davon ausgehen, also Theorien, die davon ausgehen, dass gewisse Entwicklungsschritte, also gewisse Evolutionssprünge des Menschen durch solche elektromagnetischen Frequenzen von außen, ja, also aus dem Kosmos, ausgelöst wurden. Und meine Wahrnehmung war die, dass hier offenbar eine Fülle von Information ununterbrochen auf die Erde trifft. Wir wissen ja, dass also über elektromagnetische Frequenzen Informationen transportiert werden können und dass sich hier gewisse Informationen im Feld der Erde, also wie dem berühmten morphogenetischen Feld, abgelagert haben. Und aus welchem Grund auch immer, hatte ich zu solchen Informationen oder zu solchen Bereichen von Informationen Zugänge und konnte diese Informationen auslesen, konnte so also diese Informationen ablesen und konnte ganz gezielt Symboliken dazu zeichnen, die an diese Wirkungen herankommen. Das war also, ist jetzt also so im Kurzen die Geschichte von Antares. Das war also in etwa vor 4 oder 5 Jahren, wo mir diese Zugänge möglich waren. Das heißt, du bist anscheinend getuned auf die Frequenz von Antares und empfängst besonders gut, was von dort an Informationen So rüberkommt. kann man es ausdrücken, Was genau. natürlich interessant ist, warum ein Stern so konkrete Informationen ausschickt, wie die da entsteht, ist natürlich. Ist natürlich eine interessante Frage. Der wir uns vielleicht einmal in einer anderen Sendung Ja. zuwenden wollen, weil. Aha. Aber jedenfalls sehr interessant, wie du zu diesen Einsichten kommst, muss ich sagen. Und woher diese Dinge dann auch kommen oder woher du glaubst, dass sie kommen. Ja. Im Chat von Uktor Utku hast du eine Frage, die ich recht interessant finde: Wie weit geht die Macht solcher Symbolmagie und daran angelehnt jetzt auch? Natürlich wissen das sehr viele und nutzen das. Die Ja. meisten wissen es nicht, was toll ist, ne? Aha. Du hast die katholische Kirche angesprochen, die Aha. sich dieser Symbolmagie, sagen wir jetzt einmal, offenbar Sicherlich. unterstellen wir ihnen jetzt einmal, dass sie gewusst haben, dass das ein eher schwächendes Zeichen ist. Und wenn man Leute kontrollieren will, dann ist es einfacher, wenn man sie schwächt, als wenn man sie aufbaut. Also nicht Kreuzritter mit dem gleichseitigen Kreuz, sondern eben was anderes. Aber wie weit geht diese Magie wirklich? Wie effektiv ist das? Ja, ich glaube, dass die Möglichkeit, mit Symbolen zu wirken, weitergeht, als wir glauben. Ja. Ich möchte jetzt auch noch kurz sagen, also Aha. es muss ja gar nicht von vornherein jetzt, ich sage das jetzt eigentlich nicht wertend, wenn ich sage, die Aha. katholische Kirche wollte kontrollieren, obwohl das vielleicht schwierig ist, sowas nicht wertend zu sagen, aber Aha. es kann auch durchaus für was gut sein dann irgendwann, manchmal, wenn man. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht eigentlich davon ausgehen, dass das von vornherein ein böser Hintergedanke war. Es war nur interessant, dass man trotzdem sowas gewählt hat. Ne? Dass man quasi Dilemma schwächen wollte, um sie dann zu führen. Weil sonst wären Genau. es vielleicht davon gerannt oder so, ne, die ganze Zeit. Aber gut. Ja, klar. Also, Es ist Weihnacht, ist schon klar, ja. Es ist klar, das ist die Frage, also was wurde damit bezweckt? Vielleicht haben die dieses Symbol des Kreuzes verwendet haben, auch gedacht, wir wissen, wo es lang geht, ja, und wir führen unsere Lämmer, wie du gesagt hast, auf den richtigen Weg. Ne? Gut, die Frage ist jetzt, wie weit wirken so Symbole? Also ich glaube, sie gehen sehr stark in die Tiefe, sie gehen sehr stark auf die Ebene des Unterbewussten. Und das Unterbewusste ist meines Erachtens jene Kraft, welches eigentlich die Wirklichkeit erzeugt. Und wenn ich jetzt auf dieses Unterbewusste Symboliken einlasse, die bewusst aufbauend, bewusst stärkend sind, so entsteht sicherlich eine Wirklichkeit um mich, die ebenfalls aufbauend positiv im Sinne der Entwicklung ist. Und bei uns geht's, mir geht's immer darum, oder ging es immer darum, und so schreibe ich auch meine Bücher, dass ich hier mit Absicht nur Symboliken verwende, von denen ich weiß,
dass sie aufbauend sind. Das heißt aufbauend, dass sie die Entwicklung des Menschen fördern, dass also die Entwicklung des Menschen hier in eine neue Freiheit geht. Ja? Also dieses Buch enthält nur aufbauende Symbole, kinesiologisch getestet. Genau, so ist es, richtig. Genau. So. Weil etwas anderes würde ich nicht veröffentlichen. Ne? Ich will mir da kein schlechtes Karma einhandeln. Nicht? Ja. Genau. Aber ich glaube, dass die Wirkung und die, wenn man so will, Magie, ich sage lieber Wirkung, weil Magie hat es also so schon den, geht schon in ein bisschen eine negative Richtung. Ich glaube also, dass die Wirkung viel stärker ist, als wir es so normalerweise drüber nachdenken. Und ich glaube, Wissen tun das viele. Viele, die zum Beispiel auch Logos entwerfen, ja, wissen um die Kraft der Symbole. Ja, und machen also die Logos in eine bestimmte Richtung danach. Aha. Das heißt, dieses Wissen ist schon relativ verbreitet inzwischen? Das Wissen über Symbole ist so uraltes Wissen. Ja, aber es gibt viele, viele, vieles Wissen, das uralt ist, aber dennoch nicht verbreitet. Genau, also das Wissen, dass Symbole wirken, meine ich, es wird in letzter Zeit immer mehr bewusst auch. Ja. Ja. Ich meine, interessant in dem Zusammenhang ist ja auch die Arbeit eines Masaru Emotos. Ja, natürlich. Der jetzt mit Worten mehr arbeitet, aber ich glaube auch mit Symbolen. Aha. Und da Informationen in Wasser einbringt, das sich dann in der Kristallisation zeigt. Und ja, also es ist schon ganz spannend, wie einfach das auch ist. Ne? Ich meine, es gab da mal ein Buch, das, glaube ich, Chris Hader mal in einem Big Brother Clip vorgestellt hat, wie T-Shirt-Aufdrucke auf die Psyche wirken. Also egal, ob jetzt Worte oder Symbole. Ne? Ich meine, wir ziehen das einfach an, wir denken da nicht drüber nach, die meisten. Ja, ja. Ja, jetzt, ja. Unterstelle ich jetzt. Ja, ja. Aha. Und dabei beeinflusst uns das. Ne? Richtig. Das haben wir ja jetzt vor kurzem auch ganz bewusst gemacht. Wir haben jetzt so, ich habe so einen Seher an, gell? Wir haben jetzt so T-Shirts gemacht, wo wir so mit Absicht bestimmte Symbole aufgeprägt haben. Ja? Ja, ja. Und das wirkt natürlich auf uns, klar. Ja, also ich finde ja auch zum Beispiel T-Shirts mit Kornkreisen oben ganz toll. Genau, richtig, richtig. Kornkreise, aha. Dass mir es noch einfällt. Aha. Vielleicht doch jetzt gegen Ende des Jahres noch ein bisschen zurück zu den Symbolen. Aha. Ja. Botschaften von außen / Kornkreise. Ja. Ob, du wirst dich sicher mit dem Thema beschäftigen. Habe ich, ja, genau. Ob die jetzt so wirklich von außen kommen, teilweise vielleicht. Ich meine aber, dass die... Egal, wenn man sich jetzt die Symbole anschaut, wo wer und wie und was auch immer sie gemacht hat, ist mir jetzt wurscht. Ja? Die Symbole, die da sind. Ja, ich meine, dass also diese Kornkresse, dass viele dieser Kornkresse nicht von Menschen gemacht wurden. Ja? Dass also viele dieser Kornkresse... ich sage mal, auf eine mysteriöse Art und Weise entstanden sind. Die Menschen, die das beobachtet haben, haben gesagt, das Ganze entsteht innerhalb kürzester Zeit, das entsteht innerhalb weniger Sekunden. Plötzlich manifestiert sich offenbar eine Kraft. Ich habe solche Leute interviewt, also haufenweise. Ja, ja, ja. Plötzlich entsteht eine Kraft, die also diese Kornähren umlegt und dann diese wunderbaren Muster erzeugt. Die Frage ist die, wo kommt es her? Und ich meine, dass das von den Menschen kommt. Ja? Und zwar, ich sehe uns Menschen ja nicht nur als Individuen. Wir sind also nicht nur Einzelwesen, sondern wir sind gleichzeitig auch ein Kollektiv. Das heißt, wenn ich also diesen Gedanken habe und wenn ich mir das so anschaue und sage, alle Menschen, ja, die im Moment leben und alle Menschen, die jemals gelebt haben, bilden so etwas wie ein großes Bewusstseinskollektiv. Und dieses Bewusstseinskollektiv hat ebenfalls so etwas wie ein eigenes Gedächtnis. Da kommen wir dann schon wieder auf die morphogenetischen Felder. Und hat so etwas wie
eine eigene Absicht, wie eine eigene Entwicklung, so kann man sich vorstellen, dass dieses Bewusstseinskollektiv eine sehr große, ja, eine sehr starke Wesenheit ist. Und ich meine, dass aus diesem Bewusstseinskollektiv, aus dieser globalen Einheit, sich zeitweise Kräfte freisetzen, die diese Kornkreise erschaffen. Das ist also, ich habe mich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und das ist zumindest der Schluss oder die Erklärung, zu der ich gekommen bin. Sicherlich ist dieses Bewusstseinskollektiv, steht das in einer Kommunikation mit etwas, was von außerhalb kommt. Ja? Weil manche Kornkreise schauen ja wirklich außerirdisch aus. Ja? Da dürfte hier schon eine Kommunikation stattfinden. Aber ich meine, die Kraft, die das letztendlich erzeugt, dürfte das menschliche Kollektiv sein, dieses Bewusstseinskollektiv. Sagen wir mal die meisten, denn es gibt schon einige, von denen man weiß, dass sie einfach gemacht wurden. Und wo man das weiß, ist klar, wie, ja. Das ist klar, ja. Okay. Ja, ganz zum Ende jetzt noch, also wir haben jetzt noch ungefähr so 3 Minuten, weil auch die Frage im Chat gekommen ist und weil das ein Thema ist, das mich auch sehr interessiert, die Sonne ist derzeit sehr aktiv, hyperaktiv, ja. Sie sollte in einer Ruhephase sich befinden. Vorher hast du vom Stern Antares gesprochen und Informationen, die von dort kommt. Was kommt denn jetzt gerade für Informationen von unserer Sonne dann daher, wenn die das hier ein bisschen ausspinnt? Oder ich weiß nicht, wie man sagen soll. Vielleicht ja, also die Sonnenfleckenaktivität ist sozusagen nicht normal, das weiß man. Man weiß also, die Aktivität der Sonne ist so hyperaktiv, so wie du gesagt hast. Sie befindet sich gewissermaßen in einer gewissen Art von Aufruhr, ja. Die Sonne, muss man sich vorstellen, hat ihre eigene Bewegungen, hat ihren eigenen Lauf, hat also ihre eigene Entwicklung und befindet sich ebenfalls in einer gewissen Phase. Das passt natürlich ganz gut zusammen so mit den Vermutungen, wir befinden uns in einer dichten Zeitqualität oder in einer Übergangszeit oder wie auch immer. Ja? Das heißt, die Sonne dürfte hier also etwas anzeigen, dass sich hier jetzt einmal von den Zeitmustern etwas verdichtet, ja, und die Sonne durch irgendetwas, sagen wir mal, aufgebracht ist. Reagiert sie auf uns oder reagieren wir auf die Sonne? Schon wieder die Henne, Ei und das Ei. Auch hier glaube ich, dass es eine Wechselwirkung ist, dass es sowohl ist, also wir auf die Sonne, klar, aber auch die Sonne auf uns. Auch klar. Ja. Ich glaube, Sonne auf uns ist eher klar als wir auf die Sonne. Ja, wir reagieren auf die Sonnenqualität oder auf die Sonnenstrahlung. Ja, so. Aber dass wir auch die Sonne beeinflussen, finde ich schon. Jetzt einmal, wir als Individuum nicht. Ja, ist ja klar. Wenn ich uns als Kollektiv sehe oder wenn ich zum Beispiel sehe, in welcher Entwicklung ist das Kollektiv Mensch, und manche sagen, wir sind im Moment in einer kritischen Phase, ja, so könnte auf so ein großes Kollektiv wie die Menschheit durchaus ein Stern reagieren. Die Erde tut sie auf jeden Fall. Ja. Das hat sie uns ja dieses Jahr gezeigt. Ja, also der Reaktion nach beurteilen sollten wir überlegen, was unser nächster Schritt ist. Genau. Gut überlegen. Allerdings, ja. Und das ist also auch sehr stark der Sinn unserer Arbeit. Wir wollen einfach mit den Symbolen Wirkungen erzeugen, die jetzt nicht nur dem einzelnen Menschen gut tun. Das ist natürlich ein Hauptthema. Das heißt, die Menschen, die mit diesen Symbolen arbeiten, kommen zu einer Ruhe in sich und so weiter. Aber wir wollen natürlich auch Wirkungen erzeugen, die global, ja, auf das Bewusstsein der Menschen wirken und die also global im Bewusstsein der Menschen etwas Positives auslöst. Okay. Ja, ich danke dir, dass du heute bei mir zu Gast warst. Die Zeit ist vorüber. Ja, danke. Und ich hoffe, wir werden das einmal wiederholen. Es gibt ja sehr viele Themen, über die wir, glaube ich, uns blendend unterhalten könnten. Genau, mache ich gern, Tarek. Ja, also die nächste Sendung Crop FM findet statt am 20.01.2006. Hier ist es das neue Jahr. Und ich freue mich sehr, dass Pat Angoff sich die Zeit nehmen wird, mit mir ein Stündchen zu plaudern. Die Sendung wird heißen Dragon Talk und es geht um